Jetzt kommt etwas sehr, sehr, sehr Spannendes. Stammzellen sind besonders wertvoll und die Könige der Zellen und kommen vor allem im Knochenmark vor. Wenn es eine Möglichkeit gibt, diese zu erhöhen, die Stammzellen, dann ermöglicht man seinem Körper, die wertvollsten Rohlinge zu haben. Denn was gerade benötigt wird, kann er aus diesen Stammzellen, diesen HSC-Zellen, einfach bilden, ja? Es geht quasi nicht mehr besser. Es kann nichts Besseres deinem Körper quasi passieren, wenn man genügend und gesunde Stammzellen hat. Überfood Kakao. Verdopplung der Stammzellen laut Studie. In diesem Video schauen wir uns das Hyperfood Kakao an. Kakao ist mehr als ein Superfood. Und das zeige ich dir gleich anhand von Studien, was genau in deinem Körper, beziehungsweise hier, in dem Körper der Probanden, der Studienteilnehmer, passiert ist, als sie den richtigen Kakao integriert haben. Und das ist wirklich schon erschreckend, wie man für so wenig Geld, ja, so viel Gutes quasi bekommt. Ist einfach genial und es schmeckt dazu noch super und es macht quasi wach und fungiert damit als Kaffeesubstitut. Lass uns schnell einen Daumen nach oben da und schreib mir sehr gerne deinen nächsten Videowunsch in die Kommentare. Ganz wichtig, ich lese jeden Kommentar und los geht's. Kakao liefert sehr viele Ballaststoffe, die wichtig sind für die Darmbakterien. Bis zu 35 Gramm pro 100 Gramm. Das sind mehr als Hülsenfrüchte. Protein ist auch ordentlich drin mit 23 Gramm, ebenfalls wie Hülsenfrüchte. Der Kakao von Purazell hat sogar 46 Gramm Ballaststoffe, also Futter für die Darmbakterien und knapp 25 Gramm Protein. Stark entölter Kakao, was lediglich durch Druck passiert, hat viele Nährstoffe und viel mehr Nährstoffe und ist nährstoffdichter, da das gesättigte Fett zum Teil entfernt wird, welches an sich kaum Mikronährstoffe in sich hat. Der Kracher aber ist der Eisengehalt, ja, denn Kakao hat bis zu 10-mal mehr Eisen als manches Fleisch, mit knapp 14 Milligramm pro 100 Gramm. Der Tod sitzt im Darm. So heißt es oft, ja. Wir Menschen zählen 10-mal so viele Darmbakterien, wie wir überhaupt Zellen aggregieren im Laufe unseres Lebens. Und auch deines Lebens. Darmbakterien können ebenfalls Botenstoffe aussenden, direkt damit auch interagieren, ja, zum Beispiel mit unserem Hirn. Daher stammen auch oft die Gelüste, die wir haben. Auch die ungewollten Gelüste natürlich halt, ja. Die Wissenschaft bildet heute einen Konsens, dass eine ausgeprägte Artenvielfalt in der Darmflora ein Merkmal von Gesundheit darstellt. Das Immunsystem wird maßgeblich im Darm gesteuert. Eine schlechte Darmflora-Zusammensetzung ist übrigens auch mit der Manifestation von einigen Krankheiten assoziiert. Da wären zu nennen, wie zum Beispiel Diabetes, damit einhergehend Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese sind immer noch die Todesursache Nummer 1 weltweit wie auch deutschlandweit. Und das waren sie immer, sind es gerade eben und werden es doch immer sein, leider, ja, bedauerlicherweise. Daher ist die Darmbakterienartenvielfalt so wichtig. Dies ist damit zu erklären, dass unterschiedliche Stämme, also Darmbakterienstämme, sich besser auf Umwelteinflüsse einstellen können. Anders, Beispiel eine Monokultur ist viel anfälliger als ein Mischwald zum Beispiel. In einer randomisierten Studie mit gesunden Menschen zwischen 20 und 30 Jahren wurde die Wirkung von 30 Gramm Kakao mit 85% oder 70% untersucht. Die Darmvielfalt wurde sich dann nach dreiwöchiger Kakaoverzehrperiode quasi angeschaut. Zunächst aßen die Probanden sehr ähnlich, ja, sodass das Ergebnis nicht extrem verfälscht werden kann durch die Essgewohnheiten. Es ergaben sich ebenfalls keine statistisch signifikanten Unterschiede in den Kalorien, die die Probanden verzehrt hatten, was sehr ausdrücklich für die Qualität der Studie spricht. Man kann eindrücklich sehen, dass in der 85% Kakaogruppe sich die Darmbakteriendiversität bereits nach nur 3 Wochen statistisch signifikant erhöhte. Was unfassbar ist, nach so einer kurzen Zeit. Und dann nicht mal der 100%ige Kakao, der möglicherweise ja dann noch potenter wäre, weil er diese 15% quasi fehlen. Den verlinke ich euch natürlich unten drunter, den 100%igen.
Wichtig ist ebenfalls, dass die Flora aus Darmbakterien besteht, die viel Buttersäure, auch genannt Butterate, entstehen lassen. Denn Säuren senken den pH-Wert im Dickdarm. Das schafft ein Milieu für Milchsäurebakterien, also die guten Bakterien, die wir auch aus dem Sauerkraut kennen. Ja? Denn Sauerkraut muss gar nicht so extrem penibel hygienisch bearbeitet werden, denn die schlechten Bakterien sterben eh bei dem hohen pH-Wert. Das ist hier der Vorteil. Ja? Und ebenfalls ein hoher pH-Wert ist wichtig für die Integrität, das heißt für die Aufrechterhaltung, ja, der Darmwand gegen Krankheitserreger und gegen Giftstoffe. Eine Art ist Plautia obeum. Ja? Hier sieht man, dass genau dieses gute Bakterium statistisch signifikant in der Kakaogruppe gestiegen ist. Ja? Und zwar in der Gruppe, die einen hohen Kakaoanteil hatte. Zwar sinkt auch das Fäkalibakterium Prausnitzi, ja, das ca. 5% der Darmbakterien ausmacht. Und das macht aber auch Sinn, denn es macht Platz für mehr Diversität, für mehr kleine Stämme, die auch gut sind. Ja? Diversität ist ebenso wichtig. So. Jetzt wird es aber besonders spannend, denn in dieser randomisierten, kontrollierten Crossover-Studie, wo die Gruppen sogar später getauscht wurden, also die wenig reichhaltige Kakaogruppe und die reichhaltige Kakaogruppe, und der Versuch dann nochmal durchgeführt wurde, kam es zu wirklich erstaunlichen Ergebnissen. Es wurden zwei Kakaogetränke gegeben. Mit vielen Flavanolen, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, und eins mit wenig Flavanolen. Ja, das sind sekundäre Pflanzenstoffe aus dem Sekundärmetabolismus, ja, des Kakaos. Daher ist es so wichtig, ich betone das jetzt nochmal, dass ihr rohes, natürliches Kakaopulver benutzt, denn dieses hat den höchstmöglichen Anteil von sekundären Pflanzenstoffen. Und das macht eben den Unterschied, den wir hier in den Studien gleich evaluieren werden. Hier sehen wir das Design nochmal. Ja. Erst wurde die eine Gruppe mit einer hohen Kakaoqualität quasi gemessen. Danach wurde eine Woche Pause gemacht. Das nennt man eine Washout-Phase, nennt man das auch in der Studie. Und danach wurde die quasi getauscht, die Gruppen. Ja. Danach wurde die mit der hohen Kakaoanteil, die mit dem wenigen Kakao-Qualitätsanteil halt, ja, so. Und das ist wirklich ganz wichtig, weil die Ergebnisse dadurch nicht personenspezifisch sind. Ja, das merzt man damit aus. Damit stellt es für mich auch das hochwertigste Studiendesign überhaupt dar momentan, ja. Das spricht für die Studie, ganz klar. Jetzt kommt etwas sehr, sehr, sehr Spannendes. Stammzellen sind besonders wertvoll und die Könige der Zellen und kommen vor allem im Knochenmark vor. Hämatopoetische Zellen, kurz hämatopoetische Stammzellen, HSC, sind Zellen, aus denen alle Immunzellen werden können, wie T-Zellen, B-Zellen und so weiter halt, ja, oder auch Blutzellen, die sauerstofftransportierenden Zellen, die 99% aller Blutzellen im Blut ausmachen. Also ihr versteht, wie unfassbar das hier gerade, ja, den Stellenwert einfach, ja, das wirklich sehr signifikant hier ist. Wenn es eine Möglichkeit gibt, diese zu erhöhen, die Stammzellen, dann ermöglicht man seinem Körper, die wertvollsten Rohlinge zu haben. Denn was gerade benötigt wird, kann er aus diesen Stammzellen, diesen HSC-Zellen, einfach bilden. Ja? Es geht quasi nicht mehr besser. Es kann nichts Besseres deinem Körper quasi passieren, wenn man genügend und gesunde Stammzellen hat. In der Gruppe, die den hochwertigen Kakao zu sich genommen hat, hat sich die Anzahl der Zellen, durch die man auf die Anzahl der Stammzellen schließen kann, die CD34-Plus-Zellen, mehr als verdoppelt. Genau genommen Faktor war es 2,2. Also nach vielen Studien konnte es tatsächlich quantifiziert werden, dass 0,01% der CD34-Plus-Zellen circa Stammzellen sind. Also das ist wirklich bewiesen heute. Man sollte sich eins noch vor Augen führen. Der statistisch signifikante Anstieg bzw. die mehr als Verdopplung der Stammzellenanzahl war im Vergleich zu einem anderen Kakaoprodukt und nicht mal gegen eine Placebo-Gruppe, die ja gar kein Kakao zu sich geführt hätte. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das eventuell für ein Unterschied wäre, wenn schon ein Gutes gegen ein Schlechtes, die Verdopplung der Stammzellen zur Folge hat. Was ist denn mit den Menschen, die gar keinen Kakao zu sich führen? Wie viel würden die denn davon profitieren? Das ist unvorstellbar einfach hier, was da noch für Potenzial ist bei vielen Menschen, die das nicht nutzen einfach, ja. So, da dies noch nicht bahnbrechend genug ist, geht es jetzt noch weiter zum Abschluss, ja, weiter in der Studie.
um die Arteriengesundheit. Ja, also Arterien sind das wirklich das A und O in Bezug auf das Herz-Kreislauf-System und auch auf die Erkrankung natürlich halt. Kurz zur Erklärung, was jetzt der Kakao angestellt hat. Wie wir sehen können, führt das richtige Kakaopulver dazu, dass die Arterie sich statistisch signifikant besser weiten kann. Also, wenn ein sekundär pflanzenstoffreiches Kakaopulver benutzt wurde, ja, das ist ganz, ganz wichtig nochmal hier, da beim alkalisierten zum Beispiel Kakaopulver natürlich viele sekundäre Pflanzenstoffe verloren gehen, ja, in den Prozessen natürlich halt, ja, und auch gebackener Kakao oder wie auch immer, ist nicht das, dieses unverarbeitete rohe Pulver ist eine ganz andere Qualität und das zeigen die Studien auch immer wieder, dass diese komplett anders wirken im Körper, ja. Daher ist das rohe, naturbelassene Kakaopulver, der Zenit der Nährstoffdichte, mehr geht nicht halt, ja. Der Grund, wieso dies so wichtig ist, durch eine weite Arterie kann mehr Blut pro Zeiteinheit gelangen und damit auch Sauerstoff und mehr Sauerstoff zu den Organen. Ein Sauerstoffmangel, ja, eine Hypoxie, hat immer eine Übersäuerung zur Folge. Da Zucker zu Milchsäure, genau genommen Laktat, dem Anion, wird, ja, und also das passiert immer nur, wenn zu wenig Sauerstoff da ist. Und genau dadurch steigt das Krebsrisiko, weil der Krebs eben genau so seine Energie generiert. Nur halt viel mehr Zucker aufnehmen kann als seine Zellen und damit verlieren deine Zellen. Dann sollte man das auf jeden Fall vermeiden. Weiter wird das Herz entlastet durch weite Gefäße, da es leichter schlagen muss, damit noch genügend Sauerstoff zu den Kapillaren gelangen kann. Doch wie passiert das? Nitrate oder Nitrit später. Nitrat wird zu Nitrit im Körper von den Darmbakterien umgewandelt. Induziert Stickstoffmonoxid im Körper. Denn dieses Gas, Stickstoffmonoxid, relaxiert die Muskulatur hinter der Arterie, sodass sie breitgestellt wird, ja? Und das nennt man auch Vasodilatation. So, Fachjargon. So. Die Wissenschaft wollte wissen, wie Kakao das macht. Seht selbst, genau das ist passiert. Nitrit ist statistisch signifikant gestiegen in der hochwertigen Kakaogruppe im Vergleich zur sekundär pflanzenstoffarmen Kakaogruppe. Von daher an, checkt auf jeden Fall das vernünftige Kakaopulver ab unten, ja. Da wir schon gesagt haben, führt dies zur Breitstellung der Arterie und dadurch müsste der Blutdruck auch sinken, wenn die Arterie breitgestellt wird. Und das Nitrit, ja, und damit das Stickstoffmonoxid quasi, das dadurch entsteht, ja, müsste ja auch mehr sein, ja. Da ist die Muskulatur dementsprechend auch relaxiert. Und genau das ist auch passiert, ne? Das wurde hier in der Studie quasi quantifiziert. Der Blutdruck sank statistisch signifikant von 133 auf 124, ja. Das war's mit dem Video. Produkte findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, ja. Dort könnt ihr ebenfalls mit einem Code auch noch zusätzlich Geld sparen. Checkt auf jeden Fall auch mal dort Vitamin D aus, denn das ist laborgeprüft. Ganz wichtig beim Vitamin D, es muss immer der Vitamin D-Wert des Produktes unabhängig laborgeprüft quasi dargestellt sein, denn viele erleiden heutzutage auch. Es gibt viele Berichte von Nierenversagen, da die Präparate einfach falsch dosiert sind, weil es nie im Labor getestet worden ist. Ja. Puracell ist eine super Seite, da habt ihr das auf jeden Fall sicher. Auch ein DHA und EPA Produkt, ja, aus Algenbasis, ist absolut der Knaller, weil der Totox-Wert extrem niedrig ist, unabhängig laborgeprüft auf Pestizide, Erreger, Schwermetall, alles dabei. Da gibt es so viele Produkte auf puracell.de, zusätzlich das Kakaopulver noch mit dem Code. Checkt es auf jeden Fall ab, es lohnt sich umzustellen. Bis gleich auf puracell.de. Ich sage ciao, bis zum nächsten Video.